Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Skyrim. Wir sind auf der Flucht sozusagen vor einem Söldner und immer noch in gut Goldenglanz. Gut, wir bleiben einfach hier, bis derjenige uns nicht mehr sieht. Guter Plan. Ist mir ganz alleine eingefallen. Irgend. Ich bin nicht hier. Komm, hau ab. Klink. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Ja, das bin ich wohl. Naja, kann man nichts machen, ne? Da ist er. Da ist er. Huch. Nein, der ist im Bett. In diesem Bettchen ist er. Nun gut. Gehen wir einfach hier rum. Und ab nach unten. Tadam. Oh. Und dann hier nach unten. Hm. Weiter. Elegant. Wir müssen eh noch da üben. Drüben üben. Nur wie kommen wir da hin? Wie gesagt, eine Weile her, dass ich hier das letzte Mal war. Vielleicht ja hier doch. Ich warte ja die ganze Zeit, dass irgendeine Wache hier um die Ecke kommt. Habt ihr schon mal was von spontaner Selbstentzündung gehört? Ich schon. Was? Wenn man so überlegt, war der eigentlich ziemlich gut. Meiner Meinung nach. Ja, was ich noch unbedingt tun muss. Das orkische Schwert hier aus. Beziehungsweise eigentlich können wir da den auch nehmen. Und dann das einmal. Das weiß sind die hier, genau. Sehr schön. Den mussten wir töten, aber ist ja eh schon egal. Denn räume August Ressort aus, stricke drei Bienenstöcke im Brand. Es ist hier jetzt nicht vermerkt, dass wir niemanden töten dürfen von den Söldnern. Und den Typen selbst wurde uns ja sogar erlaubt, dass wir ihn töten. Na, hier haben wir eine Novizentruhe noch. So, einmal aufgemacht. Ein bisschen Gold drin. Das geht leicht. Ein bisschen Gold. Für die eigene Tasche natürlich. Und Goldenglanzkanalisation. Ach ja. Ganz nebenbei bemerkt, wir haben eine neue Stufe erreicht. Machen wir direkt. Ausdauer. Mach mal Ausdauer. Ja doch, Ausdauer. Da ist nächstes dran. Glaube ich, mich zu erinnern. War erst gestern, dass ich aufgenommen habe. Hören wir Sieb. Da können wir noch nichts erweitern. Und da ebenfalls nicht. Heimtücke. Nehmen wir Heimtücke. Zack.
Hier unten werden uns nur ein paar Skiver erwarten, nehme ich mal an. Ja, wenn überhaupt. Zack. So. Auf nach Himmelsrand. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ich muss nämlich die Bienenstöcke noch in Brand setzen. Darf man natürlich nicht vergessen. Was? Nein. Das sind aber viele. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich nehm Trank. Schon alles? Der verbrennt. Ist auch tot. Und ich brauche einen Trank. Bogenschütze? Okay. Kümmern wir uns erst um den hier. Ich will das hier schnell beenden. Nur ein Kratzer. Ich werde euch in Stücken sehen. Keine Ausdauer mehr. Könnte ich natürlich auch einen Trank nehmen, aber. Wurscht. Ich habe mich also spontan dazu entschlossen, ganz gut goldenen Glanz auszuradieren. Oder auch nicht, weil die sehen mich nicht mehr. Ist natürlich praktisch. War ein bisschen unvorsichtig, muss ich sagen, hier einfach so über den Hof zu spazieren. Nicht mein klügster Schachzug. Aber okay. Hier ist niemand mehr. Die haben wir alle aus dem Weg geräumt. Söldner sind teuer. Die jetzt nicht mehr. Ach ja. Und dann nur drei von ihnen niederbrennen natürlich. Na komm. Ich zähle als 2 und du zählst als 3. Zack. Kehre zu Braniolf zurück. Natürlich nicht. Nein, die Bienenstöcke sind ganz von selbst abgefackelt. Was denn sonst? Ich zieh weg hier. Zack. Sollte wohl reichen. Entschuldigung, das für den Huster. Aber ich bin immer noch leicht erkältet. Leider. Zack. Zack. So, Auftrag ausgeführt, Opa. Es heißt, Goldenglanz sei angeschlagen. Gut gemacht. Lasst mich mal sehen, was... Maringot hat Goldenglanz verkauft? Was denkt sich der Idiot eigentlich? Er ist tot. Er hat keine Vorstellung davon, wie wütend Maven wird, wenn man sie von einem Geschäft ausschließt. Aber das wird er schon noch herausfinden. Wenn sich auf diesem Tag nur der Käufername und nicht dieses seltsame Symbol befinde.
Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Keine Ahnung. Mist. Naja, ich prüfe meine Quellen und rede mit Mercer. Aber ihr werdet euch erst einmal mit Maven Schwarzdorn unterhalten. Sie hat nach euch gefragt. Na super. Gut, es ist an der Zeit, dass ich sie treffe. Nicht so erwartungsvoll. Das ist kein Privatbesuch, sondern rein geschäftlich. Natürlich. Was will Maven von mir? Das geht nur euch und Maven etwas an. Und so soll es auch bleiben. Okay, macht euch keine Sorgen. Mavens Geschäfte sind normalerweise immer sehr einträglich. Da wir gerade davon sprechen. Natürlich. Eure Bezahlung. Ihr seid ja blitzgescheit. Verhaltet euch weiterhin anständig, dann gibt es noch jede Menge mehr. Anständig? Bis zum nächsten. Wie viele Söldner haben wir gekillt? Egal. Soll uns nicht weiter stören. Räumen wir mal die Gildentruhen hier aus. 20 Gold, Dietrich, Schwaffel. Ach, den brauchen wir eigentlich nicht, ja. Eisenleuch brauchen wir nicht, Auch nicht. Was ist im Schrank drin? Müll. Triggert nichts. Der guckt immer so grimmig. Ist euch das gerade mal aufgefallen? Warte, ich zeig's euch nochmal. Hier. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu stören? Voll der Griesgram. Naja, okay. Zum Glück sind wir ja voller Frohsinn. Hey du, na du? Ach, du bist's. Maven will euch sehen. Geht lieber sofort zu ihr. Ach, das sind Diebesgildenhandschuhe, aber die haben wir ja schon. Brauchen sie also nicht erneut. Das hier sind Truhen zum Trainieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, nicht mal. Da ist wirklich was drin. Wir haben ja bare 50. Ach, verdammt. So, hier aber. Zack. 11 Gold. Eine Lehrlingstruhe ohne Probleme. Oh, nett. Dann können wir sogar noch tragen. Und eine Meistertruhe, die schon eher ein Problem werden könnte. Aber eigentlich auch ohne weiteres vonstatten gehen könnte. Wenn man Glück hat. Da war keiner. Moment, da war glaube ich etwas. Da war etwas. Nicht. Das könnte ein paar Versuche dauern. Wir haben schon mal eine Richtung. Was war doch gerade da? Bin ich? Das bei Meisterschlösser die Dietrich aber auch so schnell abbrechen. Bis 20 gehe ich noch runter. Ansonsten lasse ich das. Nein, das war fast.
Ach, komm schon. Dass sie dann immer gleich abbricht, weil man zu unvorsichtig dann weitergeht. Als ob es jedes Mal woanders wäre. Jetzt aber. Jawohl. Naja. Ob sich's gelohnt hat. Naja. Die Halskette ist nett. Zack, die ziehen wir doch direkt einmal an. Gut, gut. Weiter im Programm. Nachdem wir ein paar Schlösser geknackt haben. Was? Ich? Waschen? Ihr habt schon viele beeindruckt, auch mich. Das wollte ich euch nur sagen. Gut, danke. Wenn ihr mal mehr will ich immer mit von dir. Wenn ihr das Schießen trainieren wollt und genug Geld habt, bin ich bereit, euch zu unterrichten. Ja, ja, typisches Skyrim Bug, kann man eigentlich gar nicht sagen. Jedes Mal, wenn man mit irgendjemandem redet und der sich dann, ohne dass man das Gespräch komplett zu Ende hört, durch eine Tür oder sonstiges geht, folgt einem derjenige. Meiner Meinung nach leicht nervig, aber verkraftbar. Bürger von Rifthorn, höret meine Worte. Die Rückkehr der Drachen ist kein einfacher Zufall. Nee, echt? Dies ist eines der Zeichen. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lasst von euren Flüssen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Mara mal. Wir haben darüber gesprochen. Halen? Kerava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Mara mal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wir werfen euch nicht raus, aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Möge Mara euch segnen. Geht der jetzt oder bleibt er jetzt hier sitzen und sauft sich ein? Es wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt selbst einen. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Was heißt denn du von mir? Na, okay. Wir gehen noch direkt zu Maven Schwarzen. Ja, geh mir aus dem Weg. Die ist nämlich hier. Ihr seid das also. So beeindruckend seht ihr gar nicht aus. Willst du das gleich regeln? Was steht denn unsere Zeit? 18 Minuten, da haben wir noch etwas. Ich bin der Beste in meinem Metier. Ist das Selbstvertrauen, was ich da höre? Oder Arroganz? Sowohl als auch. Seltsam, wie häufig die beiden miteinander verwechselt werden. Ja. Ihr müsst wissen, es ist schon lange her, dass Brynjolf mir jemanden geschickt hat, auf den ich mich verlassen kann. Glaubt ihr nicht an die Gilde? Ob ich an die Gilde glaube? Ich glaube an niemanden. Mich interessieren nur Ursache und Wirkung. Ob die Aufgabe erledigt wurde und ob sie korrekt erledigt wurde. Da gibt es keine Grauzone. Oh. Mit mir werdet ihr dieses Problem nicht haben. Ich frag einfach mal ganz spontan. Wo soll ich anfangen? Geht zur beflaggten Meere in Weißlauf und sucht nach Malus Macchius. Von ihm erfahrt ihr alle weiteren Details. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Aber vorher fragen wir die noch ordentlich aus. Wie habt ihr euch mit der Diebesgilde verbündet? Die Schwarzdorn-Familie war schon immer ein Verbündeter der Gilde. Das passt bestens zu unseren guten Beziehungen zum Kaiserreich und in Himmelsrand. Ich würde sagen, dass die Gilde ihr Überleben ebenso sehr meiner Familie wie ihren eigenen Leuten verdankt. Überheblich bist du auch nicht, oder? Wer hat bei der Honigbäuerei das Sagen?
So ein Tagedieb namens Sabjorn. Der ist mir schon seit einigen Jahren ein Dorn im Auge. Schwarzdorn. Versteht ihr? Scheiße. Sabjorn scheint mehr als nur ehrliche Konkurrenz zu sein. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bereue, dass ich Sabjorn so weit kommen ließ. Innerhalb weniger Jahre hat er diese Brühe, die er Met nennt, auf den Markt geworfen und mir so einen großen Teil meiner Gewinne abgeluchst. Ich komme nicht dahinter, woher er das Gold hat, um es so schnell auf den Markt zu bringen. Werdet ihr los? Dann müsst ihr auch keine Angst mehr vor ihm haben. So ist es. Wenn Sabjorn im Gefängnis sitzt, muss seine Brauerei dicht machen. Dann komme ich und übernehme sein Geschäft. Und das war's mit der Konkurrenz. Warum schlagt ihr gerade jetzt zu? Gut, Goldenglanz hat unbestreitbar die Honiglieferung, die ich für meinen Met benötige, ausgesetzt. Sabjorn könnte diese Aussetzung zu seinem Vorteil nutzen und einen größeren Marktanteil gewinnen. Das kann ich nicht dulden. Klingt logisch. Euer Name besitzt in Rift ein großes Gewicht. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Na dann. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Das war gar keine dumme Bemerkung, es war doch einfach nur Lob. Noch einmal, falls ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe. Vermasselt ihr diesen Auftrag, wird euch das bitter leid tun. Und du wirst dann einen Pfeil im Kopf haben. Aber egal, das soll nicht das Problem sein, denn wir erledigen auf unsere Aufträge doch sorgfältig und nicht wahr. Zack. Und da liegen wieder ein paar Papiere. Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Cool, Todeshund. Nett. Vampire, die. Ja, ich sollte mal wieder verkaufen. Den nehme ich einfach mal aus. Wird sicher niemand was dagegen haben. Das Ende ist gekommen, das sage ich. Was? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Teil des ersten Deals. Ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich glaube, das müsste das Haus sein. Wenn ich mich nicht irre. Der Keter, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sidgeir. Oder so. Und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei euren nächsten Besuch in Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen Huskarl. Und ganz unter uns, sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird. Und nur für euch. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe Jarl Sigurdi Sigdeilda von Falkenring. Gut. Vielen Dank dafür. Und wir gehen mal nach Himmelsrand. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich einen Shortcut, den wir da nehmen könnten? Ach du meine Güte. Ach, das ist in Weißlauf, na dann. Da hinzulaufen wäre ein bisschen weit gewesen. So. So geht das doch viel angenehmer und schneller, oder nicht? Ach ja. Huch. Sah gerade irgendwie aus wie ein Körper oder so. Naja. Huh? Wer kommt denn da rausgestiefelt? Kommt herein.
Olava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in Stimmung. Oh. Hm? Hey, du. Kann ein Mann nicht mal in Ruhe etwas trinken? Nee, weil ich bin in wichtiger Mission hier. Marvin meint, ihr hättet mich bereits erwartet. Ich werde mich kurz fassen, denn wir haben viel zu tun. Auf einmal ist er ganz gesprächig. Der Besitzer von Honigbräu, Sabion, will eine Metprobe für den Hauptmann der Wache von Weißlauf veranstalten und wir werden den Met vergiften. Ich dachte, wir sind nicht die dunkle Bruderschaft und töten niemanden. Habt ihr das Gift? Nein, nein, das ist ja das Raffinierte an dem Plan. Wir bringen Sabion dazu, es uns zu geben. Lol. Die Brauerei hat ein Ungezieferproblem und die ganze Stadt weiß davon. Gift gegen Ungeziefer und Met vertragen sich nicht gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ist richtig. Was ist meine Aufgabe? Ihr kommt zufällig vorbei und springt dem armen Sabion helfend zur Seite. Er gibt euch das Gift, damit ihr es gegen das Ungeziefer einsetzt, aber ihr schüttet es auch in den Braukessel. Auch in den Braukessel. Schlau. Maven und ich haben das Ganze über Wochen geplant. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden wie euch, der dort hineingeht und es erledigt. Und jetzt macht euch auf den Weg, bevor Sabion zu Verstand kommt und jemand anderen für die Drecksarbeit anheuert. On my way. Andererseits, ich rede noch ein bisschen darüber. Wie gelange ich zu dem Braukessel? Beide Gebäude sind durch Tunnel miteinander verbunden, gegraben von dem Ungeziefer, das die Brauerei befallen hat. Es gibt einen Eingang im Keller des Lagerhauses, der früher mit Brettern vernagelt war. Ich habe die Bretter bereits entfernt, damit sich das Ungeziefer auf die Brauerei ausbreitet. Dort solltet ihr anfangen. Ach, schön. Warum gehen wir nicht einfach durch die Brauerei? Die hält Sabion fest verschlossen. Wenn ihr dorthin durchgehen könnt, geht einfach geradeaus. Warum tut ihr das? Interessiert uns nicht. Weshalb sollen wir uns die Mühe machen, das Nest von Sabion zu vergiften? Das ist eine Sobald gute Frage. Sabion aus dem Weg geräumt ist, hat Maven Pläne für diesen Laden. So oder so wollen wir nicht, dass das Ungeziefer zurückkehrt. Mach dann natürlich... Seht es einfach als ein wenig mehr Drecksarbeit an. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, sie dort hineinzubringen und ihr müsst sie jetzt herausbekommen. Was? Wie war das? Man löffelt seine Suppe immer selbst aus. Sabion wird eine helfende Hand brauchen. Sorgt dafür, dass es gut aussieht. Natürlich. Zack. Ist das auch in Weißlauf? Ach, das ist da hinten. Gehen wir über diesen Hof. Dorthin. Ja, ein Pferd wäre jetzt was Schönes. Aber ein Pferd werde ich mir nicht kaufen. Wenn dann Stiel. Honigbrauerei. Honigbräu-Brauerei. Also, was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Genau deswegen starre ich ja so. Stimmt was nicht? Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um. Ja, ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Oh nein. Das sind meine Bedingungen. Schreie ich Skibe? Solange mir mich bezahlt, wenn der Auftrag erledigt ist. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Wir werden so oder so dafür bezahlt, von daher. Wie kann ich das Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft.
Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden. Na, wo der wohl hin ist. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Abgemacht. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Ich werde viel Pfeile brauchen. Jetzt. Jetzt muss ich hier aufräumen. Komme ich da irgendwie... Genau. Ach so. Das meinte er wohl mit, wie es hier aussieht. Ist noch irgendetwas unklar? Ja, wie ich reinkomme. Oh. Eine Bärenfalle für Skiver? Ich weiß ja nicht. So, ab hier. Oh, giftige Skiver. Das sind nicht irgendwelche Skiver. Na super. Ich bin vergiftet worden. Drecksviecher. Aber schön, wie er in der Luft steht. Naja. Bärenfalle. Ach. Er wird uns eh nicht sehen, dass wir den Mage stehlen, aber ist ja egal. Brauchen wir auch nicht. Zack, zack, zack. Da sehe ich noch einen von den Viechern. Oh, das sind viele. Tschüss. Normaler Skiver war da auch dabei. Von daher alles kein Thema. Ich befürchte nur, dass am Ende ein Riesenskiver auf uns wartet. Ist schon ewig her, dass ich die Questreihe gespielt habe hier. Aber ich vermute es. Würde thematisch passen. Oder einfach eine Riesenspinne, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Aber okay. Noch eine? Oh. Hält der Wing mehr aus? Springt die Sau. Meine Jüde. Meine Eisenpfeile will ich wieder haben. Gilt für jeden von euch. Die sind... Okay, sie sind billig, aber... Trotzdem. Will ich sie haben. Ach ja. Ich muss mir wirklich langsam den Zauber Heilung zulegen. Ja, schrecklich. Könnte ich eigentlich einen Weißlauf machen, wenn ich mich nicht irre. Verkackte Bären fallen. Wir haben den Stolperdraht hier hingelegt. Jüde. Da will man seine Arbeit machen und dann wird man von lauter Fallen erschlagen. Man hat's schon nicht einfach. Halt die Klappe, du scheiß Giber. Nein. Auf der anderen Seite. Fick dich. Ach ja. Level up. Was denn? Was soll denn der Witz? Was soll denn die Wichse jetzt hier?
ihr? Da seid ihr ja. Wo seid ihr? Da seid ihr. Oh, Alter. Meine Jüde, der haut ein Damage rein. Das ist ja... wo sind wir da? Da sind wir da. Ja, bin ich, glaube ich auch. Das war gar nichts. Das war alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Der Typ ist arschig. Der Typ ist ganz schön Arschloch. Nun ja. Pisst sich die feige Ratte im wahrsten Sinne des Wortes und warnt ihre ganzen Kollegen. Was? Verpiss dich, Alter. Ja, jetzt haben sie alle nur noch einen Hitpoint oder so. Oh, meine Güte. Diese Kackratten. Ganz nebenbei bemerkt, wir sind schon lange über der Folge. Na, ich sterbe jetzt noch einmal wahrscheinlich, weil ich eigentlich die Tränke nicht verwenden will hier. So. Und dann sage ich mal, auf Wiedersehen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.